Ja, heute gibt es eine Erweiterung zu einem Video, das eigentlich schon relativ lange online steht, nämlich zu dem Thema Kostenzerlegung hier aus der Teilkostenrechnung. Und ich will das nochmal ganz kurz erläutern, weil Sie es vielleicht gerade nicht präsent haben. Die Situation ist folgende: Sie bekommen, das ist sehr häufig bei Aufgaben der Fall, als Einstiegssituation, Sie bekommen zwei Kostensituationen, nämlich Gesamtkosten, einmal bei 30.000 und einmal bei 50.000 Stück. Und Sie bekommen diese Gesamtkosten dann auch gegeben. Also bei 30.000 Stück sind die Gesamtkosten 50.000 Euro und bei den 50.000 Stück sind sie 75.000 Euro. Und Sie sollen dann eben oft ermitteln, wie hoch sind die fixen Gesamtkosten und wie hoch sind die variablen Stückkosten. Und das Ganze geht ja meistens rechnerisch. Aber es ist eben auch grafisch möglich. Das war mir vorher so gar nicht bewusst. Ich hatte mir da auch kaum Gedanken drüber gemacht. Aber das ist wirklich eine schicke Lösung. Ich bin nicht sicher, ob Sie die immer gut gebrauchen können, weil sie natürlich durch das Zeichnen etwas ungenauer ist. Aber schauen wir sie uns an. Es kann nicht schaden. Also nochmal, wir haben die folgende Situation. Wir haben bei 30.000 Stück 50.000 Euro Kosten, bei den 50 die 75.000 Euro Gesamtkosten. Und das Ganze übertrage ich jetzt, diese Ausgangssituation, erstmal in ein Koordinatensystem. Auf der X-Achse hier habe ich die Menge in 1000 Stück, also 10.000, 20.000, 30.000 und so weiter. Und auf der Y-Achse habe ich die Kosten in 1000 Euro, 10.000 Euro, 20, 30.000 und so weiter. Und jetzt mache ich Folgendes. Erstmal übertrage ich die Stückzahlen, hier 30.000 und 50.000 Stück. Und da ziehe ich eine vertikale Linie nach oben, parallel zur Y-Achse. Das mache ich bei 30.000 und bei den 50.000 Stück. Das gleiche gilt für die Kosten, jetzt nur eine horizontale Linie. Ich übertrage also die 50.000 Euro Gesamtkosten und ziehe hier parallel zur X-Achse die Linie, bis sie eben an die Linie bei 50.000 Stück anstößt. Und das gleiche mache ich für die 75.000 Stück hier, ziehe ebenfalls die Linie horizontal parallel zur X-Achse, bis sie wieder anstößt. Und jetzt können Sie die Fixkosten abtragen, indem Sie diese beiden Punkte als Schnitt verlängern, das heißt die Gerade einfach durch diese beiden Punkte durchziehen und dann kommen Sie hier unten bei der Y-Achse genau bei den Fixkosten raus. Und das ist eigentlich auch logisch, denn wir machen nichts anderes, als die Gesamtkostengerade einzuzeichnen und die startet ja immer bei den Fixkosten. Ich will Ihnen das nochmal zeigen. Das hier sind die Fixkosten und oben auf die Fixkosten drauf kommen ja noch die variablen Kosten und dadurch entstehen ja die Gesamtkosten. Und deswegen ist es ja auch logisch, wenn wir diese Gesamtkostengerade eben durchziehen durch diese beiden Schnittpunkte, dass sie bei den Fixkosten rauskommen müssen, denn dort startet die Gesamtkostengerade, ja? Und wir könnten eine Parallelverschiebung von dieser Gesamtkostengeraden machen, dann hätten wir nämlich die variablen Gesamtkosten. Und die kommen ja oben auf die Fixkosten drauf. Und deshalb funktioniert dieser Ansatz auch so wunderbar. Und jetzt kommen wir noch zum Problematischen daran. Klar, Sie kommen hier irgendwo bei der Y-Achse raus, aber wie genau Sie das dann ablesen können, ist die Frage. Denn sehen Sie hier wirklich, dass es 12.500 und nicht 13.000 oder 12.000 sind? Das wäre anders, wenn Sie wirklich genau bei den 10.000 rauskommen würden, dann wäre das besser. Aber hier bei der Skalierung und bei dem Punkt wird es sicherlich schwer, wenn Sie in der Aufgabe wirklich den exakten Punkt rausfinden müssen, daraus was abzulesen. Aber wenn es eben zeichnerisch gelöst werden soll, dann ist das hier, was Sie sehen, genau der Ansatz.